heute gibt es mal wieder einen Tag und wie ihr dem Videotitel entnehmen konntet, geht es heute um diesen Make-up-Book-Tag. Wie ihr seht, ich bin nicht ungeschminkt vor der Kamera, einfach weil ich das, glaube ich, nicht hinkriege, zu reden, mich zu schminken. Ich bin da, glaube ich, nicht geeignet für und ich bin so ein Mensch, ich ziehe beim Schminken Grimassen. Also, ne, wenn ich dann irgendwie so... Und das wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun. Außerdem wisst ihr, wie ich ungeschminkt aussehe. Wenn ihr meine Vlogs guckt, da seht ihr mich ja regelmäßig so in Natura. Deswegen dachte ich mir, ich schminke mich vorher. Ich zeige euch aber, mit was ich mich geschminkt habe heute. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich nicht alles, was hier auf dieser Liste quasi ist, von Schminksachen, ich auch besitze. Denn ich bin ein Mensch, ich schminke mich eher wenig und auch im Alltag nicht wirklich viel und eher selten. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht alles da. So. Lassen wir das aber. Ich komme jetzt erstmal zum Wesentlichen, zu den Fragen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1. Primer. Ein Buch, das einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. So, da kommen wir schon mal zum ersten. Den Primer habe ich nicht. Ich habe zwar ein bisschen gerötete Hautstellen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das nicht mit einem ganz normalen Concealer überdeckt bekomme. Deswegen besitze ich keinen Primer. Und deswegen kann ich ihn euch nicht zeigen. Aber das Buch, wofür ich mich hier entschieden habe, ist Wie Monde so silbern von Marissa Meyer. Diese Reihe ist einfach so unglaublich toll. Diese Reihe hebt sich durch ihr Science-Fiction-Setting und durch die Märchen, die noch hier drin verwoben sind, so von anderen Jugendbüchern ab, dass sie definitiv für immer in meinem Gedächtnis bleiben wird. Und ich liebe diese Reihe, sie ist so unglaublich toll. Und diese Bücher sind ja eine Märchenadaption und ich finde, man erkennt in jedem Buch das Märchen wieder. Und da gibt es halt immer diese Parallelen, das finde ich unglaublich gut, das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Und ja, ich liebe diese Reihe total und wer sie von euch noch nicht kennt, lest sie. Sie ist richtig, richtig gut und es gibt den ersten Teil inzwischen auch als Taschenbuch. Wie es mit den anderen Teilen ist, weiß ich nicht, aber den ersten gibt es definitiv auch als Taschenbuch, falls ihr jetzt hier nicht das Geld für ein Hardcover ausgeben möchtet. Und ja, ich liebe diese Reihe, sie ist so toll. Frage Nummer 2. Foundation. Nenne dein liebstes erstes Buch einer Reihe. Und zwar als Foundation benutze ich von Catrice die All Matte Plus Shine Control Make-up Foundation in der Farbe 20 Nude. Und die benutze ich eigentlich immer. Ich habe damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, das ist die Foundation, die ich benutze. Tada! Und bei dem Buch habe ich mich entschieden, wo ist es? Ich muss mal hier hingreifen, für... Göttlich verdammt von Josephine Angelini. Ich weiß noch, dass ich dieses Buch damals, ich glaube, zweimal hintereinander gelesen habe, weil es so unglaublich toll war. Diese erste Begegnung von Helena und Lukas, die war so gut. Ich habe sowas in noch keinem anderen Buch gelesen und das hat sich in mein Gedächtnis gebrannt und ich liebe diesen ersten Teil einfach abgöttisch. Der zweite war dann ein bisschen langweilig, der dritte zog sich am Anfang auch, wurde dann aber zum Ende hin wieder richtig gut. Aber der erste Teil ist und bleibt ein Traum. Ein Traum, ein Traum und ich liebe diese Reihe und wer gerne Göttergeschichten liest und das noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall angucken. I love it, I love it, I love it, I love it! Frage Nummer 3. Concealer. Nenne einen Buchcharakter, den du am liebsten loswerden würdest. Und als allererstes erstmal als Concealer benutze ich den von Alverde. Der hat keinen speziellen Namen. Das ist einfach der Alverde Concealer in der Farbe 02 Porzellan. Für extrem blasse Menschen wie mich. Ja, das ist der Concealer, den ich benutze. Ich bin mit dem auch sehr, sehr zufrieden. Also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Der ist günstig und der hält richtig gut. Und ich liebe ihn. Ich nehme den schon seit keine Ahnung wie lange, wie vielen Jahren. Aber er ist immer noch toll. Deswegen Alverde. Alverde ist sowieso gut. Ist Naturkosmetik, tierversuchsfrei und so. Und bei dem Buch habe ich mich entschieden für Götterfunke. Lieb mich nicht von Mara Wolf. Ich muss das Gesicht mal so ein bisschen wegdrehen von dem Cover, weil sonst stellt die Kamera nämlich immer auf das Gesicht scharf. Das ist voll blöd. Und ja, also ich habe mich für Lieb mich nicht von Mara Wolf entschieden. Und zwar für den Charakter Robin. Robin ist die beste Freundin der Protagonistin und Robin ist so eine blöde, falsche Kuh. Ich hätte die das ganze Buch auf den Mond schießen können und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist die bitte mit der befreundet? Dieses Mädchen tut ihr einfach nicht gut und das ist so eine blöde Ziege und die habe ich echt nicht verstanden. Und ich mochte sie sowas von überhaupt nicht. Die war einfach nur bekloppt und bescheuert. Und Robin ist auch, was die Handlung betrifft, ein Charakter, der da sehr viel Zwietracht und Zweifel sieht, nennen wir es mal so. Und ja, deswegen habe ich mich hier für Robin entschieden. Ich mochte die einfach nicht. Die war einfach
Ich war einfach eine blöde Kuh, Punkt. Ansonsten fand ich Goethe von richtig, richtig gut. Wer auf kitschige, schmalzige Teenie-Liebesgeschichten und Urban Fantasy steht, sollte sich Goethe von auf jeden Fall angucken. Ich hatte es letztens meiner Arbeitskollegin ausgeborgt und die hat gesagt, ich kauf's mir jetzt, ich will das haben, das ist so toll, das ist so gut. Und ja, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das Puder, der perfekte Abschluss einer Reihe. Und beim Puder benutze ich auch Catrice. Ich benutze eigentlich von ziemlich vielen Catrice. Und zwar ist das das All Matte Plus Mascara Lasts Up to 12 Stunden. Also mit 12 Stunden halt und so. Und das Puder benutze ich eigentlich auch jeden Tag. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden und ich mag es. Und ja, das ist mein Puder, was ich immer benutze. In der Regel benutze ich in der Woche, wenn ich mir schminke, eigentlich nur Concealer und haue mir dann einfach noch eine Schicht Puder drüber, damit es ein bisschen ebener ist und fertig ist der Lack. Also hier den Foundation, die benutze ich eigentlich auch gar nicht jeden Tag. Die benutze ich eigentlich nur dann zum Drehen, damit der Lack ein bisschen besser hält. Und als Buch habe ich mich entschieden, auch ein Buch, was ich jetzt erst gelesen habe, und zwar dieses hier, das Juwel, der schwarze Schlüssel von Amy Ewing. Das ist ja der dritte Teil der Juwel-Reihe und ich fand, es war ein richtig toller Abschluss der Reihe. Dieses Buch hat mir auch von der Reihe am besten gefallen. Ich fand einfach dieses offene Ende, also die Geschichte ist abgeschlossen, aber das Ende ist trotzdem komplett offen und das fand ich richtig, richtig gut. Das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht und ja, was auch in diesem Buch alles noch passiert ist, war richtig toll und richtig gut und ja, mochte ich einfach. War ein ganz, ganz toller Abschluss für die Reihe und hat alles komplett nochmal komplimentiert und rund gemacht. Frage Nummer 5, Augenbrauen. Ein Buch, das deiner Meinung nach jeder lesen sollte. So, meine Augenbrauen schminke ich nicht, da ich benutze keinen Augenbrauenstift, weil ich zupfe mir die auch nicht, weil ich finde meine Augenbrauen gut so, wie sie sind und ich habe da Glück, dass ich nicht solche buschigen Augenbrauen habe wie manch andere. Ich bin da echt happy, dass sie so sind, wie sie sind und deswegen mache ich da nichts dran und deswegen kann ich euch da nichts zeigen. Und ja, vom Buch her habe ich mich entschieden, ich habe diese Bücher, glaube ich, schon 1000 Mal in die Kamera gehalten für Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Ich finde diese Reihe, also das sind ja diese beiden Bücher, ne? Im Englischen ist es nur ein Buch. Und ich finde diese beiden Bücher einfach so unglaublich gut. Die haben für mich das High Fantasy auf eine ganz andere Ebene gehoben und mir gezeigt, dass es noch andere Sachen gibt, außer Der Hobbit und Herr der Ringe, was Fantasy-Sachen betrifft und dass das auch wirklich richtig, richtig gut sein kann. Und ja, ich liebe diese Bücher einfach total. Und jeder, der High Fantasy mag und auf Liebesgeschichten steht und ja, auf tolle Charaktere, auf eine tolle Story, auf eine ganz, ganz tolle Welt, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall angucken. Ich liebe sie total. Sie sind ganz, ganz toll und I love it. I love it, I love it, I love it. Und die sechste Frage ist, dass man das Buch mit den schönsten Farben zeigen soll. Und ja, eigentlich hätte ich da auch gern diese beiden genommen, weil ich das finde, das einfach, wenn man die so zusammenhält, andersrum halt, so rum. Denn ich finde, wenn man die so zusammenhält, sehen die einfach ganz, ganz toll aus von den Farben her und vom Cover her. Aber die habe ich ja jetzt schon bei Frage Nummer 5 genommen. Und deswegen habe ich mich bei Frage 6, Eyeshadow, das Buch mit den schönsten Farben, entschieden für Als ich dies suchte, denn ich finde diesen Verlauf von diesem weiß, hell, rosa bis runter zu dem Rot richtig toll und der spricht mich total an. Und ich finde auch dieses Cover immer noch wunderschön, auch wenn die Story nicht ganz so meins war. Aber ja, ich finde, das sind wunderschöne Farben auf diesem Cover. Ja, und bei Eyeshadow, also bei den Lidschatten, habe ich jetzt hier einfach mal meine ganz normale, einfache, absolut nude Palette von Catrice auch in den Brauntönen. Und ja, wenn ich mal meine Augen schminke, was eigentlich eher selten der Fall ist, weil ich da einfach immer zu faul für bin, weil ich so Schlupflider habe, dann muss ich immer so Eyeshadow Base drunter machen, dass ich nicht hinterher den Lidschatten komplett in der Falte hängen habe und das ist mir dann alles zu aufwendig und dann möchte man sich das ja auch schön machen und nicht einfach nur so da drauf klatschen und dann habe ich immer keinen Bock, diese Zeit zu investieren. Deswegen lasse ich es eigentlich immer weg und schminke mir die Augen nicht. Deswegen, ja, mache ich das eher selten. Aber wenn, benutze ich immer die Catrice Absolute Nude Palette von Catrice. Frage Nummer 7. Eyeliner. Nenne ein düsteres, mysteriöses Buch. So, Eyeliner benutze ich auch nicht. Ich bin einfach zu blöd, dazu, da so einen Strich zu machen. Ich kriege es einfach nicht hin und deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben und gesagt, ich benutze keinen Eyeliner, ich brauche den Scheiß nicht, geht auch so. Ja,
Und da ich ja jetzt nicht unbedingt so düstere, mysteriöse Bücher lese, habe ich da auch nicht wirklich was da. Und das, was dem noch am nächsten kommt, ist für mich, dreh dich nicht um, von Jennifer Armentrout. Denn die Protagonistin weiß ja hier am Anfang gar nicht mehr, was passiert ist. Sie hat ihr Gedächtnis verloren und findet dann so nach und nach raus, was in dieser einen verhängnisvollen Nacht passiert ist, wo sie verschwunden ist. Und findet dann halt raus, was mit ihrer besten Freundin passiert ist und wer da so dahinter steckt. Und kriegt dann auch so ein bisschen Wahnvorstellungen. Und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht in diesem Buch. Deswegen habe ich mich jetzt bei mysteriös und düster mal hierfür entschieden, auch wenn das nicht wirklich mysteriös und düster ist. Aber das kommt dem noch so am nächsten. Ja, und ich liebe dieses Buch. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Das ist ganz, 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 ganz toll. Ultra genial. Ich liebe es. Frage Nummer 8. Mascara. Wähle ein langes Buch. Der Mascara ist bei mir so, dass ich mich immer mal ausprobiere. Im Moment habe ich aber noch die Volume Million Lashes Mascara von L'Oreal. Und mit der bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Die habe ich auch drauf. Also ich habe eigentlich alles drauf, was ich euch gezeigt habe. Und ja, die mag ich total und ich finde, das hält auch richtig gut, der Mascara. Ich bin immer so ein Mensch, ich habe sehr feuchte Augen. Also ich habe sehr viel Tränenflüssigkeit und deswegen verschmiere ich eigentlich immer. Also prinzipiell nach 3-4 Stunden bin ich unten immer schwarz und mit dem hier geht das aber. Also da bin ich dann zwar auch ein bisschen schwarz, aber da habe ich nicht so solche Panda-Augen dann richtig drunter. Deswegen werde ich wohl bei dem auch erstmal bleiben und ja, das ist der Mascara, den ich benutze. Und ich finde, der macht auch schöne Wimpern, weil ich bin ja blond und ich habe eigentlich keine Wimpern. Also wenn ich meine Wimpern geschminkt habe, sieht man die nicht wirklich, weil die halt so hell sind und die sind auch so kurz. Und mein Bruder, ja, der ist ein Kerl, der hat ultra lange, volle, dichte, schöne, dunkle Wimpern. Was brauchen Männer das? Warum kriege ich das nicht? Warum kriegt das mein Bruder? Dafür hasse ich den heute noch. Naja, als langes Buch habe ich mir ausgesucht, das längste Buch, was ich im Regal habe, und zwar Die Spiegelstadt von Justin Cronin. Das ist der dritte Teil der Passage-Trilogie und dieses Buch war so unglaublich gut. Es war total episch und es war einfach extrem, das Buch zu lesen, aber es war so eine gute Story und ja, es ist ein sehr, sehr langes Buch. Dieses Buch hier hat jetzt 1000 Seiten, der erste Teil glaube ich sogar 1200 oder der zweite, aber das lag jetzt oben auf, deswegen habe ich mich jetzt das mal genommen und es ist ein sehr, sehr langes, großes, dickes, schweres Buch. 9. Blush, nenne ein Buch mit einer extrem kitschigen Love Story. Als Blush habe ich auch hier den von Catrice, der ist schon so ziemlich alle, aber den nehme ich einfach ultra gern und zwar ist das Strawberry Frappuccino, auch von Catrice halt, und das ist so eine schöne Mischpalette und wie ihr seht, ich habe immer hier so die Farben, so die unteren genommen und ja, aber ich mag sie total, ich habe sie auch ein bisschen drauf hier so, aber nicht viel, also ich benutze Blush auch nicht immer so wirklich und viel und ja. Aber wenn, dann nehme ich den hier. Strawberry Frappuccino. Ich habe immer alle so lustige Namen. Ja, und als Buch habe ich mich entschieden für eine wunderschöne Story. Wieso bin ich schon wieder unscharf? Für eine wunderschöne Story mit einem ultra hässlichen Cover. Und zwar dieses hier. Broken Hearts Teil 2. Brennende Sehnsucht von Sheena Shawater. Diese Story ist so unglaublich kitschig. Und sie ist so schön. Und sie ist so, oh mein Gott, ich möchte auch so einen Kerl. Und dieses Mädel, was sie alles durchgemacht hat, hat mein Herz geblutet, wie die mit der umgegangen sind. Und wirklich, dieses Buch ist extrem kitschig und schmalzig. Und es ist einfach so gut. Ich liebe ja diese ganze Reihe, aber dieser zweite Teil ist so unglaublich gut. Ich habe die meiner Arbeitskollegin ausgeborgt und sie hatte diesen Teil dann gelesen und war dann an dieser Einstelle, wo ich so wirklich schlucken musste, wo ich so einen leichten Kloß im Hals hatte, wo die Protagonistin mir einfach nur unglaublich leid hat. Das hat sie mir erzählt, ja, das war so schön und das war so romantisch und das war so traurig und es war so kitschig und ja, dann habe ich geheult. Das war so süß, wo die mir das erzählt hat und ja, also dieses Buch ist richtig, richtig gut und ich finde das Cover einfach nicht cool und nicht passend für diese Story und ja, ich finde das Cover schreckt eher ab und sieht nach Schundroman aus, als dass es aussieht wie nach cooler, romantischer, kitschiger Geschichte mit ein bisschen Erotik. Ein bisschen. Wirklich ein bisschen. Das sieht so richtig nach Bumsbuch auch, finde ich. Also, ja, aber lassen wir das drüber. Habe ich mich schon 100 Mal aufgeregt. Ja, aber hier, das ist eine richtig tolle, kitschige Love Story. Und sie ist so toll. Sie ist so cool. Und
Beck und Harlow. Oh, mein Ton ist an, sind einfach so richtig cool. Mein Handy hat geläutet, entschuldigt. Das war die Niki, schaut mal. So, zehntens, Highlighter. Ein Buch, das dir mal den Tag versüßt. Ich benutze keinen Highlighter, also habe ich sowas auch nicht, also kann ich euch da auch nichts zeigen. Tada! Ja, ein Buch, was mir immer den Tag versüßen kann, ist Rock Kiss, Ich berausche mich an dir. Ich weiß, wenn ich schlechte Laune habe, brauche ich nur dieses Buch aufschlagen und lesen und allein diese erste Szene mit dem Tucker und ich lache. Also Rock Kiss ist einfach der zweite Teil. Rock Kiss 2 ist einfach so unglaublich toll. Er ist so witzig und so schön und romantisch und kitschig auch. Und ja, also das ist definitiv ein Buch, was mir immer wieder den Tag versüßen kann. Und wie gesagt, allein wegen der ersten Szene mit dem Tucker. I love it, I love it, I love it. Diese Tucker-Szene werde ich nie wieder vergessen. Und ja, dieses Buch kann mir immer wieder den Tag versüßen. Ich weiß, wenn ich schlecht drauf bin, ich brauche nur zu diesem Buch greifen und danach geht es mir gut und besser und der Tag ist gerettet. Und damit wäre mir beim letzten, bei 11. Lippenstift. Der beste Buchkuss. Als Lippenstift habe ich hier den Highlight Shine Lip Gloss von, was ist denn das eigentlich? DM. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, von P2 oder so gewesen. Ich nehme meistens immer nur Labello für die Lippen, aber wenn, nehme ich halt immer mehr Gloss als Lippenstift, weil das geht leichter wieder runter. Und ich nehme eigentlich immer nur so Brauntöne, so Nude-Töne. Und ja, das ist der High Shine Lip Gloss und der riecht so lecker. Der riecht voll nach Schokolade. Deswegen kann ich da eigentlich immer den ganzen Tag so nur dran riechen. So, lecker, lecker. Ja, aber das ist der hier. Das ist nicht der, den ich drauf habe. Das ist aber so ein ähnlicher von der gleichen Marke. Nur bei dem, den ich drauf habe, erkennt man hier so gar nichts mehr. Deswegen dachte ich, nehme ich den, wo noch wenigstens irgendwie halbwegs was draufsteht. Und den benutze ich sonst eigentlich auch immer. Auch wenn ich drehe und so. Ja, High Shine Lip Gloss Trend It Up von P2, glaube ich, DM-Marke. Also, ja. Benutze alles nur recht günstiges Make-up. Ich bin da jetzt nicht so versiert, dass ich da extrem viel Geld für ausgeben muss, muss ich ehrlich sagen. Ja, und bester Kuss, ich konnte mich nicht entscheiden. Es gibt einfach so unglaublich viele gute Buchküsse oder auch erste Küsse, dass ich mich dann niemals entscheiden könnte für einen. Ich lese ja sowieso generell viel nur Adult und da gibt es sehr, sehr viele Küsse und Szenen, die ich sehr, sehr gut finde. Ich fand zum Beispiel den ersten Kuss von Nell und Matteo bei dem dritten Teil von Forever in Love richtig toll. Ich fand den ersten Kuss hier auch bei Rock Kiss richtig süß. Ich mochte den Buchkuss zwischen Peter und Katniss da in der Höhle. Und ich fand auch immer noch den ersten Kuss bei Bella und Edward irgendwie schön. Und ja, es gibt einfach so viele schöne, tolle Buchküsse. Oder der dritte Teil von den Luna-Chroniken von Thorn und... Oh, wie heißt sie denn noch gleich? Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Auf jeden Fall, da fand ich den Kuss auch richtig schön. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Bücher mit sehr, sehr vielen tollen Küssen und Szenen, dass ich da mich nie entscheiden könnte. Und ja, ich kann mich da einfach nicht festlegen. Die The Darkest London-Reihe, der erste Teil, der war auch richtig gut. Der erste Kuss zwischen den beiden. Alter Falter, oh. Ich habe mich nicht entschieden, ich werde mich da nicht entscheiden, ich werde mich da nicht festlegen. Es gibt einfach so viele tolle, schöne Szenen und Küsse, die geschrieben worden sind. Und deswegen werde ich mich hier nicht festlegen. Yo. Das war der Make-up-Book-Tag von mir für euch. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ich mich jetzt nicht nebenbei geschminkt habe wie alle anderen. Und ja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.